Wie pennt man eigentlich auf Pappe? So wahrscheinlich eher nicht. Wie willst du es denn sonst machen? Mit Gewalt. Das zweite WG-Zimmer braucht natürlich auch noch eine Möglichkeit zum Schlafen. Doch ein weiteres Palettenbett wäre eher langweilig. Deshalb haben wir uns für ein Bett aus Pappe entschieden. Erstmal packen wir es raus. Diesmal machen wir es uns etwas einfacher und testen einen Baukasten für ein Pappbett. Den haben wir uns beim Online-Händler Stange Design besorgt, ganz ohne jegliche Kooperation. Es gibt natürlich auch andere Anbieter, wie zum Beispiel Room in a Box. Ja, also wir haben jetzt hier das erste Stützbums-Dingsbums und wir müssen davon jetzt ein paar mehr machen. Aber ich glaube, wenn man das jetzt erstmal verstanden hat, wie es funktioniert, dann geht es gleich ganz einfach. Ja. Durch das Stecksystem lässt sich das Bett jederzeit ab- und wieder aufbauen. Das Bett besteht aus 60-80% Altpapier. Der Rest des Bettes wird aus Frischfasern hergestellt. Diese sind noch komplett neu und aus frisch gefällten Bäumen hergestellt. Mann! Jetzt. Hä, ist das schon was? Ja, das darf auch noch eins. Aber da liegen noch zwei. Ihr seht, der erste Schritt ist somit beendet. Pappe ist nachhaltig, weil sie aus nachwachsenden Ressourcen besteht und deshalb sehr gut recycelbar ist. Man kann zwischen Voll- und Wellpappe unterscheiden. Vollpappe sind feste Kartons, wie zum Beispiel für Kekse oder Tiefkühlpizza. Wellpappe hingegen ist um einiges stabiler, da zwischen zwei Papierbahnen immer eine Wellbahn mit eingebracht ist. Diese Kartons sind somit im Verhältnis zu ihrem Materialeinsatz und Gewicht sehr gut belastbar. Jetzt muss nur noch die Liegefläche drauf und die Stützteile müssen jeweils 33 cm voneinander entfernt stehen, was wir jetzt genau mit einem Zollstock raus müssen werden. Aber von dem Punkt an? Ja. Ja? Ja. Also von dem? Ja. Innen. Ja. Mein Gott, ich bin aber 33 cm. Wir bauen jetzt die Liegefläche und müssen dieses Teil hier irgendwie halten, damit wir es hier reinstecken können. Hier unten steht es über. Ja, aber das ist ja... Nächste Form. So. Oh mein Gott! Oh. Hier. Ja, das war ich. Die Liegefläche ist schon da. Liegen kann man schon drauf. Jetzt kommen noch die Lehnen, oder? Mann, fast nicht. Dann wollen wir den hier mal rausmachen? Nee. Und wie willst du es denn sonst machen? Mit Gewalt. Man könnte jetzt schon drauf schlafen. Fehlen mir jetzt noch die Schubladen. Könnt ihr mit dem Bastel. Also man muss es falten. Faltet man das, weißt du das? Dann ist hier rein. Weil das machen wir. Letztes Stück unseres Bettes gebaut. Oder auch nicht. Jetzt. Tada! Das Bett ist somit fertig. Jetzt fehlt nur noch eine ganz wichtige Sache, und zwar die Matratze. Für das Pappbett benötigt ihr keinen Lattenrost, da das Material und die Konstruktionsweise eine gute Luftzufuhr ermöglichen. In einem feuchten Keller solltet ihr das Bett vielleicht nicht aufstellen. Denn Pappe wirkt hygroskopisch. Das bedeutet, dass es Feuchtigkeit aus der Umgebung bindet. Laut Hersteller ist es problemlos, das Bett in einer Küche oder in einem Bad aufzustellen. Auch könnt ihr ohne Bedenken Staub wischen. Eine Wasserflasche im Bett umkippen trauen wir uns aber nicht. Ein bis zwei Tropfen wollen wir aber schon mal ausprobieren. Wie man sieht, scheint die Pappe das Wasser tatsächlich nicht gleich aufzusaugen. So gut wie weg. Also die Pappe fühlt sich wirklich wieder ganz normal an. Und wer will, kann das Bett auch lackieren, um es vor Schmutz oder Feuchtigkeit zu schützen. Wir fanden den Zusammenbau anstrengender als gedacht.
Insgesamt haben wir dafür eine gute Stunde gebraucht. Das Bett kostet 170 Euro ohne Matratze. Laut Hersteller soll das Bett zu 100% recycelbar sein, sogar der verwendete Kleber. Wie ihr gesehen habt, hält das Bett so einiges aus und soll eine Lebensdauer von ca. 10 Jahren haben. Im Vergleich dazu würde ein Palettenbett aber wahrscheinlich länger halten. Ist damit Holz nachhaltiger als Pappe? Wahrscheinlich schon, ohne dass wir jetzt eine Ökobilanz aufgestellt haben. Bei der Herstellung von Pappe und Kartonage wird sehr viel Wasser und Energie benötigt, was bei herkömmlichen Möbeln aus Holz weniger der Fall ist. Nichtsdestotrotz finden wir, dass das Pappbett eine schöne und nachhaltige Alternative zu einem normalen Bett ist. Caro, Caro, wach auf! Hey Leute, lasst mal ein Like da. Achso, und abonnieren. Und die Glocke nicht vergessen zu drücken.